Schmeißt euch in die Rennanzüge, setzt euren Helm auf und willkommen zu einer weiteren Folge von Formel 1 2017. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und viel Spaß. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Vor Kimi Räikkönen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Bottas, Daniel Ricciardo und Verstappen. Ein Sauber, Perez, Ocon und Dani Quert. Alonso, Massa, Romain Grosjean und Hülkenberg. Palmer, Wehrlein, Carlos Sainz Jr. und Lance Stroll. Van Dorn und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Das wäre natürlich super. Wir fahren heute also das Rennen in Melbourne in Australien und starten von Platz 7 aus. Das heißt Startreihe 4. Wir sind hinter den drei renommierten Teams, hinter Ferrari. Dann kommt Mercedes und dann kommen die beiden Red Bull und dann kommen wir. Ich bin mal gespannt, ob wir die irgendwie holen können heute. Bisher lief ja das Rennwochenende eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie ummünzen können hier im Rennen. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los und gucken, ob wir denn unsere Ziele schaffen. Wir sollen, glaube ich, 13. werden heute. Ne, 15. sollen wir heute werden. Romain Grosjean möglichst schlagen und in der Meisterschaft sollen wir 13. werden. Mal gucken, ob wir das alles so schaffen und los geht's. Okay, ein guter Start wäre schon mal wichtig, dass wir da einigermaßen an, also dass wir keinen Boden verlieren an die Leute. Ja, das war schon mal eher dürftig. Wir haben Perez schon an uns vorbeigelassen, wir haben die beiden großer Tütü-Autos an uns vorbeigelassen. Hä, Verwarnung, Kollision. Hä, was macht denn der? Was hat der denn jetzt gemacht? Wo kam der denn jetzt her? Der klemmte mir ja richtig zwischen den Rädern hinten. War natürlich alles andere als ein guter Start. Für meine Begriffe. Wir haben dadurch jetzt einen Platz verloren. Aber es geht noch. Wir sind jetzt wieder dran. Vielleicht können wir das noch ausnutzen, dass die sich hier bekämpfen. Mal gucken. Los, mach dich ab, Verstappen. Wir haben gerade eine gute Pace. Warum auch immer. Vielleicht durch Windschatten. Mal gucken. Jetzt sind wir schon mal Sechster. Wir haben gewaltig Abstand da hinten. Haben die sich irgendwie behakt? Ich weiß es nicht. So, das Verstappen. Ricardo, ich habe die Kurve verkackt. Nein. Da habe ich wertvolle Meter verloren. Okay, 15 Runden sollen wir heute fahren. 15 Stück. Ich hoffe, wir bleiben in der Zeit ganz und schaffen es dann auch nach Hause. Natürlich auch auf einem guten Platz, wenn möglich. Nur die Top 10 möchte ich auf jeden Fall. Und unter die Top 5 würde ich auch gern kommen. Ob das klappt, weiß ich nicht, denn die anderen sind ja nicht schwach, die jetzt vor uns sind. Das war schön. Kaum gebremst, schön reingerollt. Wir haben nach hinten nochmal Platz und wir haben auf Ricardo aufgeholt. Einige Meter. Und holen kann ich ihn sogar auch. Das war ein gutes Manöver. Jawohl. Wieder doof eingelenkt, aber ging noch. So, jetzt haben wir Bottas vor uns. Unser ehemaliger Rivale. Mal gucken, ob wir den einholen können. Jetzt haben wir noch die beiden Mercedes vor uns und die beiden Ferrari. Die Creme de la Creme. Der Rennserie. Komm, dranbleiben jetzt. Oder aufholen am besten. Erstmal aufholen wäre gut. Okay, das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Oh, das Safety Car ist draußen, Leute. Behalte das Delta genau. Okay. Strategie haben. Möchtest du den
Irgendjemand ist ausgeschieden. Ich habe gerade nicht in der Hektik nicht gesehen, wer es war. Ja. Die letzten Runden habe ich versucht, auf Bottas aufzuholen. Das habe ich auch gut geschafft. Wir waren auf 1,6 Sekunden ran. Zwischenzeitlich waren es, glaube ich, fast 3, die ich Rückstand hatte. Wir haben also aufgeholt. Und jetzt ist irgendwie das Safety Car. Warum auch immer. Irgendjemand scheint ausgeschieden zu sein und einen Unfall gebaut zu haben. Ist für uns gar nicht mal so schlecht, denn wir kommen dann näher ran dadurch an Bottas. Und jetzt bin ich gerade im Negativen. Schnell zurück, sonst kriegen wir eine Strafe. Und das möchte ich überhaupt nicht riskieren, das wäre richtig schlimm. Okay. Bottas fährt in die Box. Okay, wir bleiben aber draußen. Bottas biegt in die Boxengasse ein. Bottas ist an der Box. Ja. Wir sind jetzt gerade der Erste, weil alle in die Box gefahren sind. Jetzt können wir, glaube ich, zum ersten Mal selber das Tempo bestimmen. Wie krass ist das denn? Alter Schwede, hat das ach du Scheiße, ich werde ihm fast den Druck gerammelt. Jetzt hören wir mal den Motorsound vom SLS. Auch nicht schlecht. Der brummt ganz schön. Macht bestimmt auch Spaß, hier das Safety Car fahren zu dürfen, auch wenn man nicht schnell fahren darf damit. Aber trotzdem, bestimmt cool. Ich glaube, die Fahrer, die haben sich auch oft beschwert, dass der... Das ist ja ein Deutscher, der das Safety Car fährt. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Die haben sich oft beschwert, dass er zu langsam fährt, aber es macht er ja nicht aus Spaß, sondern zur Sicherheit. Oder des Sicherheitswegens. Von daher hat das alles seine Richtigkeit, gehe ich mal von aus. Aber gut, wir gucken mal, wann wir wieder losfahren dürfen. Ich darf das Renntempo jetzt bestimmen. Und Hülkenberg ist Zweiter, aktuell Vettel ist Dritter. Ein komplett deutsches Podium aktuell. Das wird es natürlich noch komplett ändern. Wieder ein Box. Ich hätte vielleicht auch gleich in die Box fahren sollen, oder? So, Freunde, ich bin jetzt auch mal schnell in die Box gefahren, denn hier durch das Safety Car verlieren wir wenig an Metern. Wir verlieren zwar viele Plätze, aber wenig an Metern. Das hätte ich schon eine Runde früher machen sollen. Ich war echt blöd. Da habe ich ein bisschen... mich verkalkuliert, muss ich sagen. Jetzt bin ich wieder am Ende des Feldes. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Darf ich jetzt hier vor dem Quert bleiben? Bleib hinter Quert, okay. Ja, ist okay, Freunde. Ist nicht schlimm. Es war zwar nicht ideal, was ich gemacht habe, aber... okay. Kriegen wir schon hin. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Okay, Freunde, gleich geht's wieder los. Wir müssen uns bereithalten, hier gleich Gas zu geben. Mal gucken, wann der erst wieder beschleunigt. Das müsste Hülkenberg sein jetzt, dadurch, dass ich in die Box gefahren bin. Mal schauen, wann er Gas gibt. Okay, ist wieder grün. Wir können wieder fahren, wir konnten aber das nicht ausnutzen in der Kurve, war einfach zu viel Verkehr. Jetzt geht's wieder los, Freunde. Wir sind in Runde 8 gleich und damit haben wir die Hälfte schon geschafft vom Rennen. Jetzt holen wir uns die Leute von hinten. Okay, jetzt erstmal hier quert und so weiter holen, das wäre ganz gut. Wir müssen hier aus dem Verkehr raus. Möglichst. So, ein Quert haben wir schon mal geholt. Da ist Grosjean, unser Rivale, Ocon, unser Ex-Rivale. Alle da. Sehr schön. Das war vielleicht ein bisschen zu langsam reagiert von mir. Aber mal gucken, ob wir es trotzdem noch hinkriegen. So. Platz 16. Die anderen müssen ja auch bald in die Box.
Ich weiß nicht genau, wann die anderen alle reingefahren sind, aber die Führungsleute sind auf jeden Fall ja schon drin gewesen, hat man ja gesehen. Kommen die beiden, holen wir uns und wir haben es geschafft. Wir haben uns die beiden geholt. Mit der Brechstange natürlich wieder, da ist Verstappen. Verstappen hat man schon damals überholt in der ersten Runde. Das heißt, wir sind schon wieder relativ nah an den Leuten dran, mit denen wir gestartet sind. Hoffe ich zumindest. Wir sind gerade 13. Wir haben hier ein paar Meter Rückstand gerade auf Verstappen, ist aber nicht schlimm. Durch den Verkehr holen wir hier schnell auf die Leute auf. Vorne ist zum Beispiel auch Ricardo. Na komm. Wow, das war knapp. Wir haben aber Verstappen geholt, ohne Größen oder ohne überhaupt einen Schaden zu bekommen. Und wir müssen weiter nach vorne angreifen, natürlich. Platz 5 ist auf jeden Fall mein Ziel für heute. Wenn wir das schaffen würden, wäre ich zufrieden für das erste Rennen. Das war nicht ideal gefahren, oh Mann. Junge, dräng mich doch nicht an die Wand, du Blödmann. Der hat mich voll an die Wand gedrängelt. Boah, Alter, ist denn der lebensmüde? Der hat mir einfach die Tür zugemacht. Alter, war das knapp. Da ist Ricardo und Bottas. Der Bottas ist auch da. Das ist doch super. Teamkollege in der Boxengasse. Alles klar. Wir sind jetzt Sechster wieder. Okay, DRS ist auch wieder aktiviert. Bei einem Unfall wird das immer deaktiviert, auch aus Sicherheitsgründen. Und ja, gut zu wissen eigentlich. Mal gucken, ob wir das DRS nutzen können gleich in Ricardos Rücken. Das wäre von Vorteil. Aber die Pace ist heute echt gut von uns, von unserem Auto auch. Und die Leistung, die Fahrleistung, bin ich auch mit zufrieden. Bis auf ein paar kleine Fehler in manchen Runden läuft das bis dato echt richtig gut. Obwohl wir an die Zeit vom Qualifying nicht rangekommen sind bisher, ne? Da hatten wir eine 1,26 sogar. Und Perez drückt näher. Gar nicht so gemerkt gerade. Nein, ein bisschen zu spät gebremst, aber ich bin ein bisschen zu weit rausgekommen. Das war wiederum sehr gut. Okay, Runde 11 beginnt. Wir haben aber bisher noch nicht aufgeholt auf Ricardo, habe ich das Gefühl. Wir haben sogar verloren. Ich habe mich jetzt gleich an Ricardo rangearbeitet. Wir sind schon ein Stück näher gekommen und eventuell sind wir auch gleich in der DRS-Zone. Genau, noch 18. Rückstand auf ihn. Das sieht gut aus. Wir kommen näher und eventuell können wir uns den anderen auch holen und werden damit Platz 5. Also mein angegebenes Ziel wäre dann erreicht für heute. Wenn wir das dann auch noch halten könnten bis zum Schluss, das wäre natürlich Bombe. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen noch die Runden hier absolvieren und müssen auch noch richtig Gas geben. Und die Konzentration muss hochgehalten werden. Das auf jeden Fall. Okay, komm. Wir holen uns den. Wir holen uns den jetzt am Ende der Runde, hoffe ich. Na los. Das war nicht ideal durchgekommen. Mann! Perez ist auch immer im Nacken, der hat echt auch eine gute Geschwindigkeit drauf. Wir haben DRS und er nicht, das ist ein Vorteil. Den müssen wir ausnutzen. Komm. Die Distanz zum Führenden beträgt 11,6 Sekunden. Okay. So, jetzt ransaugen und dann ab geht's. So, jetzt sind wir dran. Komm schon. Alter, gib mir die Pumpe gerade.
Meine Fresse. Nein. Mann, der hält echt gut dagegen, wollte ich gerade sagen. Er will einfach nicht überholt werden von uns. Manno. Ich bin aber auch gerade ein bisschen angespannt und fahre nicht mehr so gut wie zuvor im Rennen. Jetzt ist die letzte Runde, Freunde. Die allerletzte Runde und ich bin immer noch nicht vorbei an dem. Das kann nicht wahr sein. Ich werde verrückt. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Komm schon, Ricardo, Mann. Mach doch mal ein bisschen langsamer. Ich muss dich überholen. Ich muss dich doch überholen, mein Freund. Komm schon, Mann, das kann nicht wahr sein. Los. Wir raten dir, auf Mischung 2 umzustellen. Ja. Umstellen auf Mischung 2. Ja, what's up, Mann. So, Mischung 2. Dass wir noch am Ende kein Benzin mehr haben für ihn. Das wäre ja richtig bitter. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere. Ja, wir sind auch in der letzten Runde, Mann, Jeff. Jetzt halt die Klappe, bitte. Wir haben ihn direkt vor den Augen und ich komme nicht vorbei. Das kann nicht wahr sein, Alter. Das ist sowas von ärgerlich. Das ist sowas von ärgerlich. Mann. Mann, Junge. Boah, ist das ärgerlich. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Park für mich. Ich bin gefühlt 100 Stunden hinter dem hergefahren, Mann. Ich war jedes Mal so nah dran. Das Team aus Maranello. Und jetzt sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Sebastian Vettel übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Lance Stroll. Er war das ganze Rennen lang über hoch konzentriert und das Resultat ist die Belohnung dafür. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Ferrari hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Das war so verdammt bitter, dass wir nicht an ihm vorbeigekommen sind, an Ricardo, Mann. Wir waren über 2 Zehntel schneller in der schnellsten Runde als er. Wir hätten ihn locker holen können über die Renndistanz. Aber ich hab's dann... Oh Mann, ich war so angespannt, hab's verkackt dann immer. Das war sowas von ärgerlich. Sonst wären wir Fünfter geworden, hätten immerhin 2 WM-Punkte mehr gehabt. Ach, jetzt muss ich erstmal runterkommen und einen Beruhigungstee trinken, aber gut. Das soll es dann für heute erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit dem Training im nächsten Rennwochenende. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.